Roger Federer, Sie sind hier für einen Test, haben Sie gesagt. Das hat fast ein Happy End gegeben, nicht ganz. Was ist jetzt die Zusammenfassung von Ihrem Spiel heute? Also für heute war es natürlich sicher etwas schwieriger. Ich hatte eigentlich meine Chance ein bisschen im ersten Satz und dann im zweiten gar keine mehr. Schade war, ich hatte mehr erhofft natürlich und ich dachte, wenn ich nicht gut spiele, dann wird es knapp. Und ich bin leider nicht richtig auf die Tour gekommen und er hat die wichtigen Punkte gewonnen am Anfang. Ja, und dann nachher mit dem Satz Vorsprung im Rücken hätte er befreit drauf spielen in dem zweiten Satz. Und dann nachher ist es schwierig geworden für mich. Also, er hat hochverdient gewonnen heute. Ich bin nicht genug stark gewesen. Schade natürlich, aber trotzdem eine gute Woche gewesen. Man hat auch ein bisschen den Eindruck gehabt, Roger Federer, dass Sie allenfalls Ihren Rücken ein bisschen verletzt haben. Allenfalls schon, ja. Ich bin so nicht gefragt worden in der Pressekonferenz. Aber nein, ich hoffe, es ist okay. Jetzt werden wir mal schauen, wie es ist denn, am Montag-Dienstag. Ich fliege jetzt mal jetzt oben auf Cincinnati. Dann werden wir schauen. Aber ich muss dann sicher noch schauen, ob ich dort spiele oder nicht. Ich habe sicher Mittwoch starten. Das gibt mir jetzt fast 3x24 Stunden. Ich weiß nicht, ob es reicht, aber ich bin trotzdem happy, dass es hier gut gelaufen ist diese Woche. Der Rücken ist sicher jetzt ein bisschen steif, es ist etwas Leichtes passiert, dann Mitte, zweiten Satz natürlich und danach ist es einfach nicht mehr gleich gewesen. Aber da muss man jetzt mal schauen, wie sich alles anfühlt, jetzt heute oben, morgen, morgen, übermorgen und so weiter. Darum bin ich froh, ich habe jetzt nicht wieder ein Match sofort heute am Nachmittag oder morgen. Das ist sicher mal das Positive und jetzt ist natürlich gerade sofort auch der Horizont US Open wichtig, dass ich dort nichts falsch mache im Hinblick.